Jahr, man kann schon sagen. Die Saison war schon wie eine kleine Achterbahn mit vielen Auf und Abs, mit Hochs und Tiefs. Sind gut in die Saison gestartet, haben dann eine Negativserie gestartet, wo dann quasi auch der Trainerwechsel vollzogen war. War dann alles sehr viel Neues. Vieles Neues, was auch gut war, definitiv. Aber man hat gemerkt, die Mannschaft musste sich finden, ganz klar. Aber ich finde, anhand der Rückrunde konnte man ganz klar sehen, auch, dass die Mannschaft, was vorgegeben wird, gut umsetzt. Und versuchen jetzt bestmöglich noch den dritten Platz am Ende der Saison zu schaffen am Sonntag. Und dann können wir, denke ich mal, davon sprechen, dass es eine sehr, sehr gute Saison war. Hohkeppel verdient aufgestiegen, ganz klar. Den zweiten Platz hätten wir schon gern noch erreicht. Aber letztendlich können wir da mit dem dritten Platz, wenn es soweit ist, auch sehr zufrieden sein. Oh, das schlimmste Spiel, ich glaube, ich muss das kurz überlegen. Also gefühlsmäßig muss ich tatsächlich sagen, war es das Spiel, das erste Rückrundenspiel gegen Hohenlind, also in Hohenlind, wo wir hochverdient 4-1 verloren haben und wir einfach auch einfach chancenlos waren. Und das fühlt sich dann schon nicht gut an auf dem Platz, wenn du weißt, einfach, du kannst halt machen, was du willst, aber du wirst das Spiel definitiv nicht gewinnen. Ja. Puh, also waren jetzt in der Rückrunde schon viele gute Spiele dabei, ob es jetzt von den Ergebnissen her Schlebusch war oder Wiel war. Aber emotional muss ich sagen, war es das letzte Rückrundenspiel gegen Porz, wo wir quasi den Startschuss für die Rückrunde geben wollten, aus dem Rückstand das Spiel gedreht haben. Das hat schon Bock gemacht und das war das, was auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben ist. Positiv auf jeden Fall. Wie gesagt, vieles Neues, wo sich, glaube ich, der Verein und wir alle erstmal vielleicht ein bisschen dran gewöhnen mussten. Aber man merkt schon, das Schiff ist jetzt in den richtigen Bahnen und es geht auf jeden Fall positiv bergauf. Ja, wir haben es in der Rückrunde schon vorgemacht. Also wir waren ja lang auf Platz 1 der Rückrundentabelle und wir bleiben als Mannschaft zusammen. Haben uns, denke ich mal, gut verstärkt mit den Neuen. Wenn du aufsteigen willst, gehört viel dazu. Man kann nicht sagen, wir wollen, wir müssen hoch. Aber das Ziel ist ganz klar, sich im ersten Drittel oben festzubeißen und wenn alles perfekt läuft, auch ganz klar sagen, wenn es hoch geht, dann wollen wir hoch.